Hallo Leute, willkommen zurück zu Jans Technik-Channel. Corona flautet ab, da immer mehr Erwachsene geimpft werden. Aber was ist dann? Es gibt bei Restaurantbesuchen, Fitnessstudios und vielen weiteren Öffentlichkeiten, die uns Spaß bereiten, eine, ich würde es mal Zutrittskontrolle nennen. Eingelassen werden immer nur die 3Gs. Genesene, also die, die Covid schon hatten, fertig Geimpfte. Ihr hattet also vor 14 Tagen die letzte Impfung, also AstraZeneca, BioNTech, Moderna oder Johnson & Johnson. Beim letzteren gibt es allerdings nur eine Spritze. Oder Getestete. Aber wie belegt ihr nun, dass ihr geimpft wurdet? Klar, ihr könnt euer schickes Impfbüchchen überall hin mitnehmen und vorzeigen. Dann empfehle ich euch wenigstens allerdings eine kleine Schutzhülle zu nutzen, weil der Impfpass ist nicht für sowas ausgelegt. Alternativ, und da war ich echt überrascht, dass die deutschen Behörden es dann doch so schnell hinbekommen haben, gibt es die Möglichkeit, die Bestätigung, dass ihr fertig geimpft seid, über die App darzulegen. Bedeutet, überall, wo gefordert wird, dass ihr geimpft seid, könnt ihr einfach euer Smartphone zücken, was ihr sowieso sicherlich immer dabei habt, und euch so quasi ausweisen. Es soll diese Funktion später auch für Getestete und Genesene geben. In diesem Video geht es aber nur darum, wie ihr in eurer App euren digitalen Impfpass aktivieren könnt. Und jetzt zeige ich euch, wie es funktioniert. Los geht's! Was benötigt ihr dazu? Einmal braucht ihr die passende App. Hier gibt es aktuell zwei unterschiedliche, die quasi dasselbe tun. Einmal die bekannte Corona-Warn-App, die sowieso viele installiert haben. Alternativ gibt es eine App namens CovPass, die vom Robert-Koch-Institut angeboten wird. Wie funktioniert das Ganze nun? Nun, nach eurer Impfung habt ihr die Möglichkeit, von unterschiedlichen Stellen, wie zum Beispiel der Apotheke, der Hausarzt oder das Impfzentrum, ein Impfzertifikat zu erhalten. Hierauf ist ein Zertifikat in QR-Form aufgedruckt, welches eure Daten enthält. Für jede Impfung erhaltet ihr einen QR-Code als Nachweis, den ihr mit der App einscannen müsst. Und die Impfung ist dann in der App sofort ersichtlich. Solltet ihr euch nun ausweisen müssen, so kann zum Beispiel die Gaststätte den QR-Code eurer App auslesen. Wenn ihr nun euren Personalausweis dabei habt, kann der Betreiber prüfen, dass ihr schon beide Impfungen erhalten habt und wie lange dies her ist. So, dann legen wir mal los. Ich war vorhin in unserem Kreisimpfzentrum, habe mir die entsprechenden Impfzertifikate in QR-Form geben lassen und diese scanne ich nun mit euch ein. So, als erstes begeben wir uns in den App Store. Dort suchen wir nach CovPass. Und laden die App herunter. Die App ist installiert, wir öffnen diese mal. Los geht's, wir drücken weiter, weiter, weiter. Datenschutzhinweise akzeptieren wir natürlich. Und nun könnt ihr unten auf das Plus gehen. Klickt nun auf QR-Code scannen. Bestätigt den Zugriff auf die Kamera. Holt euer erstes Impfzertifikat von eurer ersten Impfung, legt diese drunter und scannt den QR-Code ab. Es erscheint euer Name und die Frage, ob die erste von zwei Impfungen hinzugefügt werden soll. Klickt auf Impfung hinzufügen und fügt nun eure zweite Impfung hinzu. Wieder QR-Code scannen, klicken, den QR-Code unterlegen, abscannen und nun ist aufgeführt vollständiger Impfschutz ab dem 26.06. Geht zurück und nun seht ihr hier euren QR-Code, mit dem ihr euch zukünftig ausweisen könnt, wenn es irgendwo gefordert ist. So ähnlich verhält sich dann auch die Corona-Warn-App. Mit der machen wir das geschwind auch. Wir öffnen die Corona-Warn-App.
Ihr seht, es gibt hier den Punkt Impfzertifikat hinzufügen. Da klicken wir auf Hinzufügen, Continue. Nehmt nun wieder euer Zertifikat, scannt den Code ab und klickt dann weiter unten auf weitere Impfung hinzufügen. Nehmt euer zweites Zertifikat, scannt dieses ebenfalls ab und das war's. Und ihr seht, auch hier wird nun euer digitales Impfzertifikat angezeigt. Ihr könnt darauf klicken. Hier nochmal der Hinweis, dass meine Impfung erst in 7 Tagen wirklich aktiv ist, beziehungsweise ich als vollständig geimpft gelte. Ihr könnt aber jetzt schon mal draufklicken und ihr seht, dass hier dann mein Zertifikat erscheint, das dann der Kinobetreiber oder der Restaurantbesitzer abscannen kann und somit legitimieren kann, dass ihr tatsächlich geimpft seid. So, da bin ich wieder zurück. Ihr seht, es geht eigentlich sehr einfach. Man muss sich nur um den QR-Code kümmern. Das Einspielen in die App ist dann kinderleicht. Ich bin der Meinung, dass es ein Gutes ist, in der heutigen digitalen Welt solche Möglichkeiten zu haben und somit auch seinen Impfpass nicht mitschleppen zu müssen. Hat es bei euch funktioniert? Wie ist eure Meinung? Schreibt mir doch in den Kommentaren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonnieren würdet. Bleibt gesund. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis bald. Ciao, tschüss. Euer Jan von Jans Technik Channel.